Geschult werden hier unsere Mitarbeiter, sei es der Innendienst zum kleinen Teil oder die Monteure zum großen Teil. Die Monteure natürlich deshalb, weil die nachher diejenigen sind, die auf den Anlagen sicher arbeiten sollen und auch mit Fachwissen arbeiten sollen. Zum anderen schulen wir aber auch Kunden. Kunden heißt externe Firmen, sei es jetzt Betreiber, die einfach nur ihre Anlage bedienen wollen, oder sei es ja, andere Firmen, die irgendwelche Reparaturen oder Gutachten etc. an Anlagen durchführen. Auch die wollen die Anlage verstehen und sicher auf ihnen arbeiten können und bedienen können. Das variiert. Es kommt darauf an, was für eine Schulung das ist. Es gibt Schulungen, die sind eher theorielastig und welche, die sind eher praxisbezogen oder mehr praxisbezogen als andere. Und es kommt natürlich auch auf den Schulungsteilnehmer darauf an und was für eine Schulung der bekommt. Ist das zum Beispiel ein Kunde, der einfach nur seine Anlage bedienen möchte? Oder ist das ein neuer Monteur, der bei uns anfängt und noch keine Berufserfahrung in der Windkraft hat? Dann bekommt er natürlich das volle Programm von Einweisung in die Anlage über Schaltpläne lesen können, Hydraulikpläne lesen und verstehen können und so weiter und so fort. Ja, also am meisten Spaß macht mir definitiv die Praxis. Also nach dem Theorieteil geht es ja meistens rauf auf die Anlage. Und das ist eigentlich immer das Schönste oder das Spannendste. Da ist der Lerneffekt auch am größten meiner Meinung nach und das macht den Leuten auch am meisten Spaß. Und mir auch.